Im Mobilab Fan-Talk hat es mal wieder gekracht. Diesmal zwischen Peter Neururer und Comedian Serdar Simuncu. Thema: der Karnevalsverein FC Köln. Also Novakovic gehörte in Normalform schon zu den besseren Stürmern in der Bundesliga. In Verbindung mit Podolski ist das wirklich ein sehr, sehr guter Stürmer. Also ein Stürmer ist dann gut, wenn er Tore schießt. Aber, ne, und nicht, wenn er in Normalform... Das sind Sprüche, die sagen, die in der Kurve stehende Kappe aufhaben. Ne? Ein Stürmer kann auch gut sein, wenn er keine Tore schießt. Dafür hat selbst ja die DFL mindestens ein erfolgloser Stürmer. Also dann kann nein, er kann auch gut sein, wenn er keine Tore erzielt. Da kann er welche vorbereiten. Darum, deswegen sind deine Mannschaft noch darum, mal abgestiegen. Darum geht's aber. In der Fußballgeschichte kennst du dich auch nicht aus. Aber ist egal. Aber darum geht's ja gar nicht in der Situation. Es geht darum. Nein, darum geht's in dieser Situation nicht. Es geht schlicht und einfach darum, ob ich Solbakken entlasse oder nicht entlasse. Bitte, Punkt. Bitte nicht. Lass mich, lass mich mal bitte ausreden. Dann es geht nur. Danach erst. Ja. Es geht nur darum. Entlasse ich den Trainer oder entlasse ich ihn nicht? Nein. Wenn ich mich da, darf ich jetzt mal ausreden? Also, es geht nur darum. Nein, ich sag immer nein. Es gibt einen, der gegenhält gegen Peter Neururer. Ja, ist okay. Aber lass Punkt mal zu Ende bringen. Ich versuche es zu Ende zu bringen. Danach bist du dran, solange wie du willst. Ich sag trotzdem nein, aber du sprichst ja, das spricht dann für dein Niveau. Es geht darum, entlasse ich den Trainer ja oder nein. Jetzt kommt der erste FC Köln dazu und sagt nein. Aber mit einer Begründung, die normalerweise dazu ausreichen, ist, ihn rauszuschmeißen. Von daher liegt der Fehler nicht an dem Trainer, liegt auch nicht am System. Das System, richtig oder falsch, spielt doch hier überhaupt keine Rolle. Doch, es liegt sondern nicht doch, sondern nur an der Außendarstellung. Ich krieg gleich eine gepfeffert oder was? Nein. Nein. Doch! Nein! Ja! Gut. Nein, es ist so, dass Solbakken aus meiner Sicht wirklich Fehler gemacht hat. Darum geht's also die Entlastung. Darum geht's jetzt hast du ständig Nein. Darum geht es doch gar nicht. Wir reden über die Frage, hat Solbakken auch Fehler gemacht oder geht es nur um die Entlastung des Trainers und er hat alles richtig gemacht? Habe ich das falsch verstanden? Es geht nur um die Situation, glaube ich. Gut, und ich bin der Meinung, angefangen von der Entmachtung Poldis, die sinnlos war. Wir reden noch nicht über die Fehler, die Solbakken gemacht hat. Da würde ich dir teilweise auch recht geben, wenn du, genauso wie ich, als Außenstehender das überhaupt beurteilen kannst. Aber wenn ich ein neues System einführe als Trainer und 58 Gegentore kassiere, dann sollte ich das System mal ein bisschen überdenken. Ja, da sind wir doch einer Meinung. Aber darum geht es doch. Die Frage war doch nicht, hat er Fehler gemacht, ja oder nein. Das war doch gar nicht die Frage, die hier gestellt wurde. Es ging doch gar nicht, ob Solbakken gut oder schlecht ist. Darum ging es gar nicht. Es geht darum, was macht der 1. FC Köln in der Situation, in der Entscheidung, ob der Trainer bleibt oder nicht bleibt. Darum ging es, um nichts anderes.